Meine erste Arbeit, die mich mit einem Schlag nach Amerika geführt hat, war für einen Patienten, der eine Narbe hatte, da oben. Und ich bin gerade ins Labor gekommen, also gestörte Wundheilung. Und eine komische Blutungsneigung. Und danach ist das gerade entdeckt worden. Und dann habe ich mich erinnert aus dem Anatomieunterricht an ein Bild. Ich habe mich weniger erinnert, ich weiß fast nicht mehr von der Anatomie, aber das habe ich nicht vergessen. Dass jemand ein Gründel in verschiedene Figuren hineingespannt hat. Und damit werden die Oberflächenspannungen unterschiedlich. Und dann habe ich mir gesagt, ich muss das Plasma nehmen von dem Patienten und muss schauen, wie seine Fibroblasten, also die Zellen, die nachher die Wundheilung machen, wie sich die verteilen in dem Grünsel, da muss etwas faul sein. Oder? Und dann hat sich gezeigt, dass die das Grünsel viel zu schnell aufgelöst haben und orientierungslos geworden sind. Und das ist also auch vom Patienten ausgegangen. Oder? Und wie ich schon früher gesagt habe, die Arbeit haben damit die anderen gemacht. Ich war eigentlich nie ein Forscher in dem Sinn. Ich habe die Theorie beherrscht nach Handwerk wirklich. Aber ich kann so. Aber die Beobachtung ist. Beobachtung gar nicht drin beachten. Woher kommt denn der Blick? Ich habe leider schlechte Augen, wir haben alle schlechte Augen, aber ich muss noch einmal die Leute anschauen, die. Im Zimmer, wo wir stehen, die schauen schon genau. Es ist furchtbar, weil ich zum Beispiel nicht gesehen habe, wenn das Bett da geschnitten hat. Oder dann. Also wir fragen uns auch manchmal, wieso sind wir überhaupt zusammen, oder? Weil wir sind so verschieden, aber es ist gerade gleich gut. Das ist. Also ich finde sie eine ganz tolle Frau. Weißt du, ich achte auf ganz spezifisch, also wenn ich darauf vorbereitet bin. Auf was schaust du denn? Mit schlechten Augen? Was weiter weg ist, sehe ich leichter. Was mich interessiert gerade. Mich interessiert eigentlich die Haare relativ wenig. Also Frisur ist für mich nicht, das ist die Gesamterscheinung, die für mich wichtig ist. Was mich zum Beispiel in letzter Zeit enorm interessiert, ist, wie die Leute laufen. Die Leute laufen dermaßen schlecht.
Füße nach außen. Männer meistens Becken komplett steif. Oder? Das sind Sachen, die ich aber erst gemerkt habe, seit ich selber auch geweht habe. Ich versuche auch vom persönlichen Leben versuche, Sachen reinzubringen. Eine Begegnung mit einem Patienten oder mit einem Problem ist für mich nicht grundsätzlich unterschiedlich, ob das jetzt eine professionelle Situation ist oder eine menschliche Situation. Aber es kann auch bei einem Patienten passieren, dass ich eine Narbe nicht sehe oder was weiß ich was. Das muss er mir dann sagen, oder? Weil es ist so etwas Kleines, das im Gesamtbild. Also ich sehe nicht unbedingt, dass er schon einen Blinddarm gemacht hat. Oder? Das ist wichtig zu wissen, weil dann kann man keine Blinddarmentzündung mehr haben. Also es wäre wichtig, das auch anzuschauen. Es wäre auch wichtig, die Frisur anzuschauen. Aber das ist nicht meine Art. Beim Vorbereiten von der Musik war es ein erstaunliches Erlebnis, dass ich mal einzelne Tonleitern geübt habe, ganz, ganz genau. Oder? Aber es bringt nachher nichts, weil du musst nachher im Stück rein, im Verlauf des Stücks musst du Spannung durchziehen. Genau gleich wie in einem Gespräch mit einem Patienten, der wahrscheinlich viel wichtiger ist. Wie ist der Verlauf? Nimmst du einen Schluck? Ja, ist schon gut. Was da noch? Mhm. Und du trägst Wasser. Ja, sorry. Nimmst du auch ein bisschen? Gut, die Hälfte. Achtung, das liegt mir auch. Hey, quattro und. Ja, das ist schon vor hier. Dann. Wie deve aspare aspettare tu no? Perché per te è un salto tremendo. Es würde also bei der Musik nichts ausmachen, ein paar Töne zu verlieren. Nein. Hingegen, was bei einem längeren Stück wahnsinnig schwierig ist, ist die Konzentration durchzuheben, oder? Du machst nachher die blöden Fehler, also die, die wirklich störend sind, machst du bei den leichten Stellen.
du mal die Spannung nachlässt, oder? Überhaupt, ich meine, das ist ja das, was eine Konsultation begrenzt. Von einem Patienten, der einfach immer zu lang ist. Dass du quasi parat bist für alles oder kannst alles aufnehmen, gilt dann einfach nicht mehr. Und dann musst du sagen, jetzt noch, oder? Wo machst du den Punkt? Wie? Wo machst du den Punkt? Dort, wo ich keine Lust mehr habe, zuzuhören. Ja, und dann kommt noch mal etwas, und dann kommt noch etwas vom Mann, und was weiß ich was, und dann fängt es an, langweilig werden und oder zu viel einfach. Und Patient, der eigentlich nichts will. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Du musst mir die Freiheit lassen, wieder rauszugehen. Mhm. Das sind die Interessanten. Mit dir reden. Du hast deinen ganz eigenen Weg. Ja, zuerst mal. Das, was vom Patienten kommt, ist erstrangig. Hingegen bei den anderen geht es ja nicht darum, seine Psyche zum Beispiel insgesamt zu erfassen, sondern es geht darum, sein Grundproblem so genau wie möglich zu definieren mit sehr genauen Fragen. Neun von zehn Patienten, die ich gesehen habe, befrage ich nicht nach einem psychosozialen Ansatz. Das heisst, ich lasse ihn zuerst mal reden, sondern ich muss ziemlich schnell die Führung übernehmen, oder? Das will er auch. Du hast also dieses Instrumentarium. Das Instrumentarium wird dauernd ergänzt durch Einzelheiten von den 4000 Patienten, die sich kumulieren irgendwo. Ich meine, die wesentlichen Fortschritte sind in den letzten 10 Jahren passiert auf dem Gebiet. Und das ist auch
eine exponentielle Zunahme von den Patienten, die ich jetzt erklären muss. Am Anfang war das vieles noch im Dunkeln, oder? Und dort ist es so getröpfelt, oder? Diese Probleme. Und ich habe auch nicht recht gewusst, wie es angeht. Also, weil es niemand recht gewusst hat, oder? Also, es ist eine ganz spannende Zeit jetzt. Ich bin am richtigen, einfach der richtige Gebiet im Moment. Wie hast du dich hier durchgewurschtelt? Wie durchgewurschtelt? Dass du herausgefunden hast, wie das mir angeht. Wie du gesagt hast, am Anfang hast du nicht genau gewusst, wie es ist. Es hat niemand gewusst. Es hat niemand gewusst. Es ist jemand mit einer Thrombose und du hast gesagt, das kommt vom Teufel, oder? Mhm. Ein psychologisches Problem, das dann sehr sorgfältig angehen ist, wenn du einer jungen Frau musst sagen, einer 18-Jährigen, du kannst Pillen nicht mehr nehmen. Mhm. Und dann musst du dann, dann kommt dann wieder Familientherapie vom, von den Hämophilen, von der Mutter. Mhm. Wieder drin. Also das ist eben der Teil vom Rucksack, den du dann musst vorziehen. Mhm. Schau jetzt sehr behutsam, was zu machen. Mhm. Dopo diventa rigida. Quando devo fare il trillo è sempre difficile, non so mai se mi verrà o no. Total musst du recht autoritär sein. Also zum Beispiel, jetzt kommt das einfach rauchen, oder? Also wenn jemand, der schon jene Gefäßkrankheiten hat und was weiß ich was, und noch raucht, dort mache ich also. Dort zähle ich mal auf, was Zigaretten alles machen. Oder? Angefangen bei der völlige Wehrlosigkeit gegenüber der Umweltverschmutzung. Oder? Mhm. Weil eine Zigarette lange um dir stundenlang die normale Bewegung von den kleinen Hörchen, die du in der Bank drin hast, zu lähmen. Oder? Radunfall haben immer die anderen, oder? Und du hast ein bestimmtes Risiko. Du weißt, jedes Mal, wenn du auf die Straße gehst, hast du das Risiko, einen Radunfall zu haben. Und das ist sehr niedrig. Und wenn das Risiko zum Beispiel 5% beträgt, etwas zu haben und dort im normalen Leben vielleicht nur eine Verdoppelung von einem Grundprozent, die minimal klein ist, also passiert es tatsächlich häufig, dass die Eltern nichts haben und das Kind das Erste ist, das etwas präsentiert. Und das ist nachher ziemlich schwer zu verdauen für die Eltern. Wie viele von den Problemen wirken in der Familie? Viel. Sehr viel. Also in meinem Gebiet. Die meisten. Das ist übrigens ein ganz interessantes Problem, dass die Eltern sehr ungern geschult sind für eine Erbkrankheit. Also sie schicken lieber ihre Kinder, besonders genetisch, völlig unlogisch ist. Es ist doch recht schwierig, Sensitive auf den Kontakt zu übertragen, oder? Ja, das ist schwierig, ja. Wie machst du denn das? Ich bin häufig abwesend, oder?
Anna und Elspeth über irgendetwas diskutieren, das jetzt gerade gelaufen ist. Und ich bin auch gefühlsmäßig an einem anderen Ort dann nachher. Ich bin vorhin unten. Dann langsam bewache ich dann, dann komme ich vom Sensitiven her. Das ist, glaube ich, auch das Problem der Frisur, oder? Weil zum Beispiel die SP ist ein ausgesprochener Augenmensch, oder? Die sieht. Ich kann nicht weiterreden, wenn ich ein Brösel nicht an der Oberlippe habe, oder? Dann auch nicht. Ich muss zuerst das Brösel weg und dann kann man wieder reden. Sei. No, possiamo fare da dove io comincio questo? Ok. Ma una volta lento proprio, sì. Molto lento. Es ist ein riesen Unterschied zwischen der grundsätzlichen Strukturunterschied. Und wahrscheinlich tue ich auch Musik nicht vom Gehören her, sondern irgendwie. Wenn es ein gutes Konzert ist, höre ich den Ton gar nicht mehr zu. Das ist mir völlig wurscht. Es ist irgendein Gefühl, das entsteht. Und das ist nachher gut. Dann kannst du sogenannte schöne Gedanken haben. Nachher, wenn Musik fertig ist, dann bist du enttäuscht. Jetzt ist etwas Schönes vorbei. Aber ich weiß gleich, welches Stück es war. Wenn das Stück schlecht ist oder schlecht gespielt ist, dann kannst du dich gar nicht entspannen. Dann stört es mich wahnsinnig. Oder? Dann kommt dann schon das Gehör auch rein. Oder? Aber, also, die Augen kommen nicht rein, aber du kannst nichts verleugnen. Aber das Wesentliche ist irgendwo so ein Gefühl, das entsteht, das nicht definierbar ist. Okay. Ich achte auf ganz spezifisch, also wenn ich darauf vorbereitet bin. Ja. Er ist ein Männchen, wo meine Mutter aufgewachsen ist. Er tut heutzutage immer noch säugeln. Er tut, hat so sein Tuch, das er da saugt und ein bisschen dämpft. Und ein bisschen neurotisches für sie. Die Frauen sind einfach gäbiger zum drauf sitzen als Männer. Irgendwie. Du achtest ganz spezifisch. Auf was achtest du? Ich habe es zum Beispiel gesehen, dass du rasiert bist, aber. Das hast du gesehen? Das habe ich gesehen, ja. Aber Haarschnitt hast du nicht gesehen? Ja. Das ist bei einer Frau hässlich, wenn du das nicht siehst. Ich glaube, jetzt gehen wir dann langsam. Es gibt einen kleinen Dessert. Nein. Ja. Wohl. Das Wasser ist kalt. Das ist Alexandre, weißt du? Wie es früher ausgehört. Wann warst du das letzte Mal? 38. 1938. Bist du das letzte Mal gesehen, Alexander? Erinnerst du dich an so eine Landschaft? Klar, da haben wir gebadet. Ja. Wo? Da. Das sind zwei englische Militärbaracken da. Und da irgendwo auf der Nickel ist die Villa von ihm.
Wo genau ist es? Da. Dort ist die Villa. Und sie hat das gezeichnet? Am Oder wenn? Warst du 30 Jahre alt? Sie hat viel gemalt. Ja. Ich habe noch Zeichnungen entdeckt von meiner Mutter, die sehr gut sind. Hörst du mir denn sagen? Aktzeichnungen, die hat sie alle vernichtet, aber das die Hälfte hat sie nicht gewusst, dass es noch gibt. Der grüne Ecke. Schliert einfach noch drin, oder? Das Meer, wo gerade die Wellen gerade umgekehrt gehen, als sie sollten. Ja, es ist eigentlich ein Ölbild. Das ist also etwas angeworfen. So, das ist halt richtig. Wie man eine Uhr aufzieht, dass dann eigentlich etwas abspielen. Wie du sagst, das Meer spielt ab und die kleine Schlier spielt ab. Die Villa vom Papa. Die Häuser hinten da. Also, das sind total verbotene Sachen, oder? Die hat sie praktisch schwarz genommen da unten, oder? Das sind noch mehr verbotene Sachen. Also was ich nicht verboten finde, ist, das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig schön, das Gelb und das Rot. Das finde ich unglaublich toffen, oder? Das Licht von den Ehrenhäusern oben, das ist auch... Heute staunen die Leute, wenn ich sage, ich sei 70 oder fast. Und das ist einfach Glück, oder? Rechtzeitig aufgehört zu rauchen. Plus sonst noch Glück gehabt. Kein Autounfall gemacht. Ecco.